Hi, hier ist der Max von Session Music und ich zeige euch heute den Streamer LX in Almond Sunburst. So, dann kommen wir mal zu den Specs von dem Streamer. Und zwar haben wir hier einen massiven geflammten Ahornkorpus in Almond Sunburst lackiert, sprich Almond heißt ja Mandel, also ein bisschen Mandelfarben in Schwarz übergehen. Dann haben wir hier ein PJ-Set von MEC, sprich vorne Prezi, hinten Jazzbass. Hier den Tonabnehmer-Wahlschalter, der vorne Prezi, hinten den Jazzbass anwählt. Dann hier ist Master Volume, wo man den Bass auch passiv schalten kann. Hier Bässe, hier Höhen. Dann die typische Warwick-Brücke in zwei Teile aufgeteilt, wo man hinten die Saiten einhängt und hier die Saitenhöhe und Oktavreinheit einstellt. Dann auf der Rückseite das typische Warwick-Elektronikfach, das man so aufklippen kann, was ich sehr gut finde. Kann man auch mal zwischendrin einfach die Batterie wechseln, ohne groß den Schraubenzieher rausholen zu müssen. Dann vierfach verschraubter Hals, ganz normal. Und Ovan-Kohl-Hals mit dem neuen Warwick-Profil, das ja ein bisschen schmaler, ein bisschen abgerundeter ist. Früher waren die ja recht kantig. Also spielt sich schon eher wie ein Jazzbass oder vergleichbare Bässe. Oben die gekapselten Warwick-Mechaniken, wie man sie kennt, halten die Stimmung super gut. Vorne dann die schwarz lackierte Kopfplatte mit dem Warwick-Logo. Dann hier auch nochmal zwei nette Kleinigkeiten, die bei Warwick Standard sind. Man muss hier oben nur mit einem kleinen Schraubenzieher oder spitzen Gegenstand die Kappe abmachen, um den Hals einzustellen, was ich sehr gut finde. Und hier kann man nochmal die Saitenhöhe am Steg einstellen, was auch super ist, wenn hier unten die Saitenlage alles toll ist und oben halt, also in den tiefen Lagen, es doch noch ein bisschen flacher sein könnte. Ja, Griffbrett aus Wenge, ohne Dots, ganz nackig. Und dann zeige ich euch am besten einfach mal ein paar Sounds. Ich fange erstmal an mit Elektronik neutral geschaltet und beide Pickups auf. Dann zeige ich euch am besten mal die Pickups. Einzeln, dafür schalte ich den Bass mal passiv und mache einfach nur mal den vorderen, den Prezi-Pickup an. Schon, der kommt schon ziemlich nah an Prezi ran, hat aber noch so eine leichte moderne Note durch den Ahornkorpus einfach und die anderen Hölzer. Dann nochmal der hintere. Dann mache ich den Bass mal wieder aktiv, drehe mal die Höhen und Bässe ein bisschen rein, um so ein bisschen Slap-Funky-Sound zu bekommen. Dann drehe ich mal die Bässe ein bisschen rein, die Höhen ein bisschen raus, um so einen Motown-mumpfigen Sound zu bekommen.
Ja, das war's auch schon wieder zu dem Bass. Wenn er euch gefallen hat, könnt ihr ihn wie immer entweder bei uns im Ladengeschäft anchecken, wir haben den jederzeit verfügbar, oder auf www.session.de bestellen. Ihr könnt im Prinzip gar nichts falsch machen, habt wie immer 33 Tage Money-Back-Garantie und 66 Tage Umtauschrecht. Das war's von mir und bis zum nächsten Mal.